pornös, will ich einfach nur sagen. Oh, Reserve! Also die ist ja einfach mal beschnitten. Also ich könnte jetzt auch mein Auto da lassen, ich nehme das Gerät und fahre nach Hause. Leute, es ist wieder soweit. Okay, die hat schon mal ein bisschen mehr Bums wie die 48, die ich gefahren bin. Schon direkt gemerkt. Also guten Tacho, Leute. Wie ihr seht und hört, ich sitze wieder auf einer Harley drauf. Nein, doch. Und zwar auf einer Street Bob aus der Softail-Reihe oder neuerdings aus der Softail-Reihe mit einer Miller Auspuffanlage. Es ist echt kalt. Leck mich am Arsch, ist es kalt. Schönes digitales Tacho. Finde ich echt geil gemacht. Oh, und die Uhr wird auch direkt angezeigt. Ich habe aber letztes Mal rausgefunden, das habe ich, nachdem ich die Kamera ausgemacht habe, bei der 48-Probefahrt, auf den Knopf kann ich hier in dem Menü hin und her schalten. Weil ich hatte mich doch gefragt, wie spät wir haben die ganze Zeit, weil ich ja nur eine Stunde Zeit habe. Sound ist hier definitiv viel weniger. Also bei der 48, der Klappenauspuff von Jekyll and Hyde, der war natürlich brutal, brutal geil. Was mir hier definitiv besser gefällt, ist der Lenker. Ich saß aber, glaube ich, das ist ja direkt der erste Eindruck, ich saß besser auf der 48 mit den Beinen. Also ich sitze jetzt, ich muss euch da gleich mal zeigen. Ich rutsche nach hinten weg irgendwie. Ich habe zwar hinten so eine Kante, aber meine Beine, ich müsste die jetzt hier drauflegen, damit es besser, ja, so ist es besser. Wenn ich meine Füße oder meine Beine auf die Fußrastanlage drauf. Also meine Beine sind so unproportional lang, glaube ich, irgendwie für meinen Körper. Die vorverlegten Fußrastanlage, die ist nicht optimal für mich. Dann habe ich doch lieber die originale Fußrastanlage. Ja, habe ich lieber die originalen auf diesem Modell. Da saß ich nämlich auch drauf vorhin. Bin aber nicht gefahren. Das ist hier die 48 PS Version. Habe jetzt die genommen wegen dem vorverlegten Fußrasten. Aber trotzdem ist das Gefühl schon wieder ziemlich geil, muss ich ehrlich sagen. Ich liebe dieses Teil einfach. Der Motor ist einfach geil, ne? Du. Also, ja, ist natürlich geil, jetzt Harley zu fahren. Muss ich schon sagen. Und was mir das natürlich auch, ah, hier steht sogar 48 PS hier so drauf. Der Tank ist größer, gefällt mir so vom Sitzen jetzt irgendwie besser. Also so von der Sicht von mir aus jetzt, dass der Tank größer ist. Aber die Sitzbank oder der Sitz von der 48, also zumindest auf dem Modell, wo ich drauf saß, das hat mir besser gefallen. Mir, bin ich ganz ehrlich, vom ersten Moment viel mehr versprochen. Weil alle sagen, du musst auf jeden Fall ein größeres Modell fahren. Ja, die ist optisch vielleicht ein bisschen breiter und so, aber die Sitzposition, vielleicht ist der Sitz jetzt auch einfach nur scheiße für mich. Ich weiß, dass Harley da ja Unmengen an Sitze im Katalog hat und ja gut, das ist also ein bisschen Harley-Sound schon, ne? Was mich schade finde, dass die keine Klappenauspuffanlage drunter hat. Weil das war natürlich richtig geil. Als ich das letzte Mal angeplästert kam, das war schon. Oh, das war schon richtig geil. Und ich meine auch, dass die 48 mehr vibriert hat. So irgendwie hier, so, dass sich das mehr an den Körper übertragen hat. Vielleicht war das auch Einbildung, allein schon gefühlt erste Mal Harley fahren und weil der natürlich richtig schön einen lauten Auspuff runter hat mit dem Knopf hier. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr könnt euch noch daran erinnern. Hier sitze ich jetzt mit dem Oberkörper schön gerade.
Und genau das hätte mir bei der 48 gefehlt. Das habe ich doch direkt gesagt, der Lenker müsste da drauf für mich, dann wäre die Maschine perfekt. Muss ich ehrlich sagen. Na gut, hier der Motor unten da, dieser, ist das Getriebedeckel oder was, das ist alles schon ein bisschen breiter. Das sieht schon, na, ich will jetzt nicht sagen, du hast, das sieht nach mehr aus, aber na, ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier. Die ist aber echt nicht laut. Also klar, man hört den Motor, man hört die Harley, aber oh, hier muss ich ja, ich weiß, dass die ja nicht so eine Schräglagenfreiheit haben, die Geräte. Ah doch, die hört sich, also wenn ich eine Harley hätte, die sich so anhört wie die jetzt hier, dann wäre ich auch vollkommen zufrieden, auf jeden Fall. Ja doch, wenn man am Hahn dreht, dann kommt da schon ein bisschen was hinten raus, so ist das nicht. Ja, doch. Und vor allen Dingen, die ist eigentlich genau richtig, die ist nicht zu laut und nicht zu leise, für meinen Geschmack. Ja, und die hat doch auch einen guten Drehmoment. Also ich glaube, dass die untenrum hier, ah, vielleicht täuscht das jetzt wieder. Das sind auch wieder, ist jetzt glaube ich ein Monat dazwischen. Aber ich fahre die hier jetzt auch ein bisschen mehr auf Drehzahl, weil ich dann einfach mehr höre von der Maschine. Die andere war ja mit der offenen Klappe, das war ja pornös, will ich einfach nur sagen. Und hier ist auch geil. Ist auf jeden Fall auch sehr geil. Och nö, Digga. Oh, die Bremse ist, ja gut, das da tut sich gar nichts. Bremse ist gut. Hat aber auch nur auf einer Seite, okay. Aber den Tacho, das finde ich echt schön. Aber den runden Oldschool-Tacho, sage ich jetzt mal, von der 48, hat mir optisch besser gefallen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Maschine überhaupt nicht mag. Ich würde die sofort nehmen, wenn ich die Kohle hätte, ne. Aber so vom Sitzen her hat mir die oder sagen wir mal, die Sportster, die hat mir mehr Emotionen irgendwie mitgegeben. Ja, nee, die hat nicht mehr Bums. Nee, nee. Das reicht zum Cruisen, weil dafür ist das Ding ja auch da. Oh, sechs. Ah, was schön ist, Ganganzeige. Okay, das finde ich geil. Das finde ich wirklich geil. Ganganzeige und Tank auch. Ich glaube, die 48, die hat gar keine Tank. Ja, oder vielleicht musste ich durchs Menü swippen, da. Weiß ich jetzt nicht noch. Wenn ich jetzt hier drauf drücke. Ey, sogar Drehzahlmesser drin. Ja, cool. Mäusekino-mäßig ist ja schon ein bisschen was verbaut, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Strecke hier ist auch einfach schön. Habe ich beim letzten Mal gesagt, ich bin dann auch nochmal mit meiner Kawasaki abgefahren, weil die Strecke einfach echt super ist hier. Ja, doch, guck mal, ich kann mich, die Arme sind relativ locker und ausgestreckt. Der Rücken ist gerade, jetzt müsste ich die Beine aber doch weiter nach hinten haben. Das ist mir zu weit vorne. Das heißt, ich muss jetzt, ich weiß nicht, irgendwie der Schwerpunkt ist sehr nach hinten kippend. So, also ich müsste die Fußrasten, glaube ich, echt in Originalzustand haben und nicht vorverlegt. Dann habe ich lieber Originale und dann hier irgendwie so Bügel oder so was dran, dass wenn man auf der langen Fahrt man die Beine so ausstrecken kann. Aber sonst jetzt grundsätzlich. Oder ich müsste weiter, ja doch, wenn ich weiter hinten sitze, dann geht das. Wenn ich jetzt auf dieser Kante sitze, die ich euch gleich zeigen werde, dann geht das besser. Kann man da sehen, wie weit hinten ich sitze hier? Weil meine Beine einfach, so habe ich dann einen besseren Winkel. Irgendwie, dann ist das nicht so anstrengend. Aber so habe ich dann so ein Stück, irgendwas habe ich da hinten im, was ist denn da hinten noch drauf? Ach, das ist noch ein Sitz drauf. Okay. Ach so. Ja, cool. Dann muss ich mal gucken. Ich will auch mal eine Probefahrt mit meiner Frau machen. Ja, doch. Wenn ich weiter hinten sitze, dann passt das wieder. Wenn ich weiter vorne sitze, dann ist das wieder so nicht passend. Aber so, okay, doch. Das geht. Ja. Aber dann sitze ich halt hinten auf der letzten Rille von dem Sitz drauf. Und das ist natürlich auch nicht richtig. Ich muss jetzt gleich mal die Stelle finden, wo ich das letzte Mal war. Mit der 48. Dann kann ich mal eben schnell ein paar Fotos machen. Einen Soundcheck machen. Ach, das ist sogar schon hier. Yo. Ah, guck mal, das Maisfeld ist auch schon gar nicht mehr da.
Ah, doch, die hört sich doch schon geil an, ja klar. Boah, das ist schon echt so ein tiefer, blubbernder Sound. Nicht sehr laut, nicht so aufdringlich. Die andere, also die Klappmaus-Puffanlage, da habt ihr ja gesehen, innerhalb von Ortschaften musste ich die einfach zumachen, weil das einfach zu sehr gepoltert hat. So. Oh, yo. Jetzt merke ich erstmal, wie schwer die ist. Ich bin natürlich jetzt... Oh, nee. Digga. Was wiegt die denn? Wie eine Kuh, ey. Gefühlt 300 Kilo. Vielleicht stimmt das ja sogar. So. Seitenständer raus. So, machen wir mal aus. Ah, so steht sicher. Okay. Ah, die ist schon echt geil. So, weil ich eben... Ich saß jetzt genau hier drauf, damit das gepasst hat, damit ich keine Fußkrämpfe in den Beinen habe. Die müsste echt hier so wie original sein. Wenn ich hier sitze, dann habe ich nämlich mit den Beinen rechten Winkel, muss mich nicht anstrengen. So ist das nicht weit genug vorne oder nicht weit genug nach hinten. Aber ansonsten, ey, so total geil. Die sieht echt klasse aus. Ey, schon ein geiles Teil, echt. Eben Handschuhe aus. Ich muss schnell ein paar Fotos machen. Ich brauche ja ein Thumbnail für euch und für mich. Ein paar schöne Fotos. Also ich muss schon sagen, so langsam auch jetzt nach der oder während der zweiten Probefahrt, dass Harley mich doch schon richtig fasziniert, wovon ich eigentlich nie ausgegangen bin. Die ist echt schön. Und was ich auch echt super finde, LED-Licht, ich sag mal richtig Porno. Schönes Licht, vor allem man hat hier außen so einen LED-Ring noch und dann ja, den Hauptscheinwerfer noch als LED. Gucken, dass ich irgendwie halbwegs schön drauf kriege. Das ist ja der hässliche Aufkleber da drauf. So, was man hier schon wieder sehen kann, die super schöne Auspuffanlage von Miller. Und das sieht schon richtig geil aus. Dann natürlich hier die ganze Tachoeinheit. Was wollte ich denn eben nochmal zeigen? Also ich mache nur Scheiße. Ah, schon wieder vergessen. Auf jeden Fall mit dem Knopf kann man hier wirklich im Bordcomputer rumblättern, sage ich mal. Und machen wir mal von hier schnell ein paar Fotos. Oh, ist das ein schönes Teil. Oh, was ich auch schön finde. Ich habe jetzt nur quasi die Zündung angemacht. Ach nee, das hat Rücklicht. Ach so. Das hat quasi 3 in 1. Okay, auch nicht schlecht. Ha, man sieht, er kennt sich damit aus. Also von hier sieht die auch echt Baba aus. Also die ist optisch auf jeden Fall eine Nummer breiter und ein bisschen größer, würde ich auch sagen, als die Sportster, die ich gefahren bin, beziehungsweise die 48. Und aber vom Sitzen her, ja, hier gefällt mir das mit der oberen Partie besser, ne? Lenker, Oberarme, Oberkörper, schön gerade. Bei der 48 beziehungsweise Sportster hat mir der Sitz und das mit den Füßen besser gefallen. Ja. Da mache ich jetzt mal einen kleinen Soundcheck. Und vor allem, was ich mag, wenn man hier drauf drückt, die braucht so ein paar Millisekunden, bis die kommt. Oder das haben alle Harleys und das finde ich einfach mega.
sieht schon mal echt geil aus. Harley macht so viele Details da rein. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist aber bei den aktuellen anderen Motorrädern auch so. Bei den ganzen Cruisern und Choppern. Aber, trotzdem ist das schon, schon ein geiles Gerät, echt. So, und jetzt heißt es weiterfahren, weiterfahren. Ich muss Harley fahren, Harley fahren. Oh, obwohl es eigentlich kalt ist, wir haben glaube ich 10 oder 11 Grad, schwitze ich mir gerade einen ab. Ja, ich habe den Helm auf, ich quatsch mit euch, hab Pullover, ein T-Shirt, dann so ein Funktionsunterhemd, die Jacke, meine Kutte. Oh, oh, hier bin ich aber ein bisschen im Matsch geraten. Da ist der Wunderknopf. Einfach sexy. Die Art und Weise, wie Harley einfach anspringt. Da siehst du, jetzt habe ich auch schon wieder 10 Minuten, bisschen mehr als 10 Minuten für die Fotos verballert. Das ist aber, was ich letztes Mal gesagt habe. Ich verbrauche so viel Zeit dann für den Workaround, sagt man das so. Und zum Fotos machen. Aber ich will mir das Ding ja auch angucken und in Ruhe mal anhören. Oh ja, fährt sich schon. Jetzt sitze ich wieder so ziemlich weit hinten und dann passt das mit den Beinen auch wieder. Also würde ich mir jetzt genau das Ding jetzt kaufen, so wie sie hier steht, müsste auf jeden Fall ein anderer Sitz drauf. Ich denke, da gibt es sicherlich andere Sitze. Was ich hier direkt verändern würde, das ist ja, weil ich bei der anderen Harley so geil fand, die Spiegel müssen hier unten hin. So, einfach viel. Das ist viel, viel sexier, würde ich jetzt mal sagen. Von der Sitzposition jetzt mit Lenker und Oberkörper ist genau richtig für mich. Ich glaube aber, dass mit den vorverlegten Fußrasten, ja, weiß ich jetzt nicht. Jetzt, wo ich weiter hinten sitze, gefällt mir das doch. Okay. Aber trotzdem, ich glaube, auf weiteren Strecken würde ich dann Krämpfe in den Oberschenkeln bekommen, hier auf der oberen Seite. Aber die fährt sich geil. Die fährt richtig smooth. Sie gleitet einfach so über die Straße. Die wiegt, glaube ich, auch noch mal deutlich mehr als die Sportster. Das habe ich gerade eben im Feld gemerkt. Ihr habt ja kaum noch hochgeschoben gekriegt. Da war nur so ein kleines Stückchen, wo so ein paar Zentimeter runterging. Boah, ich dachte, was ist das denn, ey? Dagegen ist meine Kawasaki ein Leichtgewicht. Aber ich muss jetzt schon sagen, jetzt im sechsten Gang, wenn ich Gas gebe, da kommt fast nichts. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Gänge die 48 hatte. Hat die 5 oder 6 Gänge? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Da habe ich beim Fahren auch gar nicht so drauf geachtet. Jetzt sehe ich das nur, weil das da steht. Ich meine aber, ja, ich habe auch vor einem Monat gesagt, ein Geschoss ist es jetzt nicht, aber man kam echt gut voran. Wahrscheinlich, ich glaube sogar, dass ich das an der gleichen Stelle hier gesagt habe. Und dann habe ich doch hier raus beschleunigt. Erster Gang, ach du Scheiße. Also, ne, die ist schon beschnitten, doch. Also ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, die 48, die ging deutlich mehr ab. Die ist deutlich rascher nach vorne marschiert. Die ist jetzt nicht langsam, aber, ja gut, man muss jetzt bedenken, das hier ist die 48 PS Version. Die drosselt ja auch einiges an Newtonmeter dann runter. Also die ist ja einfach mal beschnitten. Oh, Reserve. Oh, Reserve. Oh, Reserve. Ja. Ja, und die ist jetzt kein negativ oder positiv, was mir jetzt auffällt hier, wo ich so ein bisschen so Slalom fahre. Die ist so satter und schwerer in den Kurven zu werfen. Die Sportster war schon deutlich agiler. Das war ja schon fast wie mein Naked Bike, wie meine Z750. Der ist übertrieben, aber trotzdem, das ging deutlich einfacher. Was jetzt hier aber kein Nachteil ist. Du merkst hier wirklich, du hast halt, ich will jetzt nicht sagen, richtiges Männermotorrad, weil ich finde die Sportster genauso. Weil die hat mir gepasst und ich bin schon 1,90 groß und
Ich bin keiner der Dünnen. Und wie das von außen aussieht, ist mir dann auch ehrlich gesagt egal. Aber ich habe mich darauf echt wohl gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur so ein Lenker hätte für mich da drauf gemusst. Aber man fährt Harley ja auch, um durch die Gegend zu cruisen. Und nicht zu heizen und zu ballern. Aber trotzdem fand ich dann doch die andere, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ja, die war was spritziger. Die war deutlich spritziger. Aber die war ja auch nicht gedrosselt. Da war ja eine offene Version. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die 48 hat. Irgendwie weiß ich nicht, 60 PS oder etwas über 60 PS. Die sind 48. Das merkt man schon. Und zwar, die ist ja auch noch viel schwerer hier, ne? Also, was wiegt die? 350 Kilo? Keine Ahnung. Ich gucke nachher mal im Internet nach. Und dann blende ich das mal ein. Und die Sportster und 48 Modelle, die sind ja deutlich leichter. So, das muss man ja auch nochmal berücksichtigen. Ne? Wenn du dann irgendwie 50 oder 100 Kilo mehr mit dir zu schleppen hast und dann aber auch noch weniger PS, weil die einfach beschnitten ist, dann merkt man das schon. Und die ist auch laufruhiger irgendwie. Also vom Motor her, klar, du merkst das auch, ne? Aber das ist jetzt nicht... Also ich habe die 48 viel mehr gespürt. Habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt, aber auch jetzt so, wo ich die ganzen gechillt meine 100 fahre hier im sechsten Gang. Also klar, optisch und so, ne, die ist der größere Tank und alles, würde die mehr zu mir sprechen. Vom Fahrgefühl her, gut, wahrscheinlich macht das auch die Jekyll-Hyde Auspuffanlage, aber die 48 hatte mich doch echt mehr umgehauen. So, die hat mich richtig geflasht, ich kam nach Hause und war sowas von begeistert. Aber ich bin jetzt hier nicht enttäuscht, so will ich das jetzt auch nicht sagen, aber ich habe mir mehr davon versprochen. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. ja, gell, würde ich die kriegen, ich würde sie fahren, ne? So ist das nicht. Auf jeden Fall, also ich würde sie auch kaufen, weil ich finde sie optisch ja schon richtig geil. Der Sitz ist breiter und alles hinten, also die ist schon ein bisschen größer, ne? Der Motor ist ein bisschen größer, gut, davon merke ich jetzt hier nicht viel bei der 48 PS Version. Aber eben optisch. Und ich bin auch ganz ehrlich, wenn die optisch schon größer ist, aber weniger Leistung hätte, was die jetzt ja eigentlich nicht hat, ist jetzt nur in diesem Fall, dann wäre mir das auch egal. Ja, aber sonst, ja doch, jetzt habe ich mich dran gewöhnt, wieder an den vorverlegten Fußrasten, so die Position, wie die ist. Und doch, muss schon sagen, ja, das geht doch schon klar. Ja, das ist echt ein richtig gemütliches Fahren, also, boah, das gefällt mir schon echt richtig gut. Gerade das jetzt mit dem Lenker hier, Oberkörper schön gerade und alles. Für meinen dicken Bauch auch ein bisschen besser. Ich habe noch ein bisschen Zeit, Leute. Ja, letztes Mal habe ich mich ja verfahren, dann kam ich von da hinten nachher irgendwo. Jetzt bin ich ja hier schon, jetzt fahre ich ja quasi das dritte Mal die Strecke hier und das zweite Mal mit einer Harley. Aber ich muss auch echt sagen, jetzt hier bei der gedrosselten Version, also im Gegenzug zu der 48, die ich gefahren bin, es ist egal, wie weit du aufdrehst. Der hat wirklich nur am Anfang, wenn du hier einmal so drückst, ach, drehst, dann ist die Leistung, alles was dahinter kommt, ist nur noch Luft. Wahrscheinlich, weil die halt wirklich beschnitten ist. Und ich muss schon sagen, also ich würde echt wirklich jetzt echt gerne Harley fahren. Jetzt fühle ich mich langsam wohl hier drauf. Aber das Schöne ist, auch die ist ja jetzt zwar gedrosselt, ich bin im fünften Gang. Und du gibst einfach nur ein bisschen Gas und du brauchst gar nicht viel schalten, also zum Cruisen, das ist wirklich für Schaltfaule hier. Das macht schon Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, macht richtig Spaß. Also ich könnte jetzt auch mein Auto da lassen, ich nehme das Gerät und fahre nach Hause. Oh, doch, der Sound, der ist auch richtig gut. Doch, ja. Der ist schon richtig geiler Sound auch. So, dann fahre ich jetzt zurück. Ich beende das Video jetzt mal hier. War eine schöne Fahrt jetzt. Ich habe meinen Spaß gehabt und habe jetzt auch meine ersten Vergleiche. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, würde ich jetzt mal sagen. Haut rein, Leute.